Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Minecraft After Humans. Und ja, ich weiß, Texturpaket ist blöd. Viele von euch kennen Besseres, schreibt es in die Kommentare. So, hier waren wir, dann müssen wir, glaube ich, hier lang. Der Creepy war nämlich, ist da hinten explodiert, deswegen sägt er da noch. Und hier sind wir vorhin runtergegangen, ne? Aber ich bin froh, wir haben die Lava gefunden. Wisst ihr, sind ja gleich draußen, hoppala. Das läuft ja besser als gedacht. Muss ich mal sagen. So, wir sind aus der Höhle, dann können wir auch wieder die Monster ausmachen, wa? War ja nun nicht unbedingt viel, wa? Was wir da unten an Monster hatten. Jawohl, Creeper hatten wir. Wir hatten alle, ne? Bogenschützen, Skeletti und ein Zombie. Ist auch schon wieder Nacht. Ist wahrscheinlich gut, dass ich ausgemacht habe, bevor mir hier irgendwas explodiert. So, ich muss sagen, mir gefällt dieser Weg hier. Und ich wollte ja diese Halle weg haben. Aber ich glaube, die machen wir dann aus dem Material. Weil mir gefällt es hier im Grunde, dieser enge Weg hier lang. Wenn wir dann die Hauswand hier lang gehen. Das könnte ganz gut aussehen, oder? Ich glaube schon. So, Tür zu, Affe tot. Okay, dann können wir hier mal ein bisschen Lava nachfüllen. Das finde ich sehr schön. Und dann schmilzt das hier wenigstens gleich alles weiter. Was ich ja auch schade finde an den Texturpack, ist, dass ich hier keine Lava drin habe. Finde ich auch schade. So, Restlava schmeißen wir mal hier rein. Hatten wir nicht aber irgendwie einen Behälter gemacht für Lava? Mir war irgendwie so. So, dann kann es hier weitergehen, wa? Macht er auch weiter? Nein, weil Eisen drin ist. So, wir hätten aber genug Platz, dann schmeißen wir Eisen nach. Dann kann er nämlich Eisen erstmal raushauen da. Dann brauchen wir jetzt ein bisschen Eisen an ihn wegschmeißen. Und wir müssen natürlich sehen, dass der Ofen noch ein bisschen höher wird. So. Ich hoffe, wir haben denn hier noch Platz, wenn das fertig ist. Wir haben da nämlich ein bisschen übertrieben mit Sand. Ja, das geht aber. So, ich warte jetzt nur mal, dass wir das Eisen nach unten machen können, damit das dann auch ablaufen kann. Dauert ja nur einen kleinen Moment. Dauert Ewigkeiten. Ich merke schon. So. Sieht doch hier alles schön aus. Die Maschine muss natürlich weg hier, wenn wir dann Freiraum haben, oder wir bauen hier direkt ein Haus hin. Unseren Entsalzer. Was haben wir da drin? Auch nur Schrott. Hier haben wir noch Carpenterblöcke, okay. Ja, vielleicht machen wir hier gleich noch ein Haus hin. Ja, und ich weiß nicht, ob wir da oben den Fluss dann vielleicht doch weg. Was war denn bitte? Was macht der denn hier mit mir? Ob wir den Fluss hier oben vielleicht den wegnehmen oder den See? Auch wenn ich das schön finde, dass das da unten lang fließt. Umso hässlicher finde ich das zurzeit. Alles angefangen. Haus ist angefangen, Schmied ist angefangen. Da hinten unser Steinmetz ist angefangen, Bauernhof ist angefangen. Wir haben so viele Baustellen und nie wären wir fertig. Schlimm hier. Echt schlimm. Komm, solange das da schmilzt, können wir mal hier die Wand schon mal wegnehmen. Ist eh gerade dunkel. Dann haben wir hier schon mal was vorbereitet. So. Kann auch weg. Oh, das muss ja auch alles weg hier. So. Marmor müssten wir ja noch genug haben. Wir könnten jetzt auch hier die Wände dann zumachen. War ja das, was uns damals mal gefehlt hatte, wo wir hier angefangen haben. Kommt da noch ran, jo. So, da kommen wir auch ran. Locker. Da brauchen wir wieder eine Schippe. So, kommen wir hier auch langsam weiter hoch. Genau in dem Moment abgestürzt, wo er den Stein weghauen sollte.
So, er wird fertig sein mit dem Eisen, ne? Schwubbi! Was? Mehr Eisen wartet nicht? Und jetzt läuft er. Ah, ja. Hm. Achso, Eisen habe ich in der Tasche. Kann ich so lange in der Dings suchen, wie ich will, in der Kiste. Komm, wir schlafen mal kurz. Ist das Bett von hier gewesen? Oder haben wir das noch hier stehen? Das war das Bett von hier. Na komm, legen wir uns mal kurz schlafen, damit es hell ist. Ist ja blöd, im Dunkeln zu arbeiten hier. Und wenn wir hier so weitermachen, wird der Livestream irgendwann ziemlich kurz, weil dann haben wir hier schon alles weg. Oh, das auch weg da, das auch. Mit dem See finde ich schon geil hier irgendwie. Den lasse ich auf jeden Fall. Aber wie wir das da oben lösen, ich bin mir noch so echt unschlüssig, wie wir das machen. Da weiß ich echt noch nicht, wie wir das machen. Oh, hier kommen wir noch lang. Das ist sehr schön. Dann können wir hier auch noch alles wegschlagen. Von oben kriegen wir dann vielleicht noch die Erde weg. Mal gucken. Ja. Wird langweilig sein, Minecraft. Berge versetzen. Deswegen wollte ich das ja auch eigentlich im Livestream machen. Was mache ich? Ich mache es jetzt. Aber so viel ist es ja auch gar nicht mehr, ne? Lohnt sich ja fast gar nicht mehr. Jetzt aufzuhören. Und er hat nasse Füße bekommen. Ach, ich hasse das. So. Achso, Kara, du wolltest ja auch Pilzbiome. Da hinten ist eins, kannst du auch haben. Ich möchte dafür ein Dschungelbiom. Oh, mal alles auf ihm hier. Ups. Ich überlege, ob wir das denn den Tümpel hier noch mit Erde auffüllen. Also, dass man da drunter denn Erde hat. Na, kriegen wir einen so weghauen? Ja. Muss wieder ins Wasser, sonst. Aber ich komme da oben nicht mehr ran. War doch, komme ich gerade noch so. Kriegen wir den hier auch noch. So. Den noch war und dann ist Feierabend hier unten. Können wir die Ecke hier noch weghauen? So. Dann haben wir da oben fast noch Erde. Ich glaube, den Rest machen wir von oben. Jetzt sind ja jetzt nur zwei, drei Schläge. Wie komme ich denn hoch? Von der anderen Seite? Ne, da hinten kommen wir noch hoch, oder? Aber wir kommen nicht rüber. Ich komme da nicht mehr rüber. Wir kommen nicht hoch. Ah, dann bauen wir uns mal mit Erde hoch. Okay. So, dann klatschen wir hier die Erde weg. Hier waren irgendwo Lücken, ne? Hat ja in der letzten Folge schon super geklappt mit dem Springen. So, noch ein Stück können wir. Aber ich komme da nicht mehr ran, Mist. So. Da ran, ja. Aber die Steine bestimmt auch weg war, ja. So, wir kommen langsam ans Ziel. Und ich fand die Idee damals so geil, dass wir hier die Schmiede im Berg haben. Aber am Ende bringt mir das ja nichts, oder? Das hat doch eigentlich nur gestört. Sind wir doch mal ehrlich. Schön war das schon lange nicht mehr. Oh.
Komm langsam ans Ziel. Ganz langsam. Oh, da noch weg und da noch weg. Jetzt müssen wir echt nur sehen, dass wir hier auch ein Dach raufkriegen. Irgendwann mal. Jetzt, wo alles weg ist. Wo ist mein Hammer da? Ja. Ach doch, langsam nimmt es hier Gestalt an. Oh, da müssten wir jetzt in den Raum reinkommen irgendwann, ne? Jupp, da haben wir ihn. Ah, da kriegen wir auch noch besser hin. Ja. So, das auch weg. Und hier noch ein bisschen weg. Und da noch ein bisschen weg. 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 Okay, das ist jetzt echt sehr viel, was wir hier machen. Und das ist voll langweilig. Ich weiß. Ich weiß. Ich mach's trotzdem jetzt fertig. Vergeude ich halt nochmal eine Folge damit. Wenn es zu langweilig wird, könnt ihr ja abschalten. Nein, dürft ihr eigentlich gar nicht. Würde ich voll doof finden, wenn ihr abschaltet. Ihr könnt euch auch mal die Qualen hier antun. Wie lange das dauert, hier so einen kleinen Berg wegzunehmen. Ich komme da noch nicht ran. Ja. Ah, ich finde langsam. Ganz langsam. Nimmt es ja auch Gestalt an, oder? Ich glaube, langsam sieht man auch, was ich will. Den auch noch mal weg da. Naja, dahinter der Schmiede nehmen wir einen anderen mal weg. Das dauert selbst mir jetzt zu lange. Ups. Oh, das hätte auch schief gehen können. Das hätte gerade auch schief gehen können. Ja. Ich sehe Licht am Tunnel. So, die auch weg hier. Können wir da auch schon mal ein bisschen was wegnehmen? So, dann können wir das wegnehmen. Und den. Und dann haben wir schon fast alles weg hier. So. Also hinter der Schmiede ist jetzt kein Berg mehr. Das ist schon mal sehr schön. Mist. Oh, hier kriegen wir auch noch alle mit. Die schwarzen Steine könnt ihr euch übrigens abholen. Die brauche ich nicht. Warum ist da kein Eisen mehr? Warum läuft da nicht mehr? Wie ist schon alles raus? Nee. Doch. Mann, wie schnell ging das diesmal? Bin ein bisschen überrascht gerade. Ja, der war gut. So, dahin. Und Hunger haben wir, dann können wir ja noch mal schnell einen Hamburger reinhauen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ich habe wieder ein Haus ohne Dach. Juhu. So ein Schmilz, dass ich das runterschalten kann. So, kann gleich das nächste schmelzen. Geschmelzt werden. So. Dann sammeln wir die Sachen ein. Ich weiß nicht, ob wir sie irgendwann mal brauchen. So viel Erde und so viele Steine. Oder ob das einfach nur am Ende Platz wegnimmt. Hm.
Ja, ich weiß, ich wollte aufhören. Aber irgendwie bin ich jetzt gerade drin, ich will das jetzt schön haben. Genau jetzt will ich das schön haben. Ja. Ich will sehen, ob das gut ist oder ob wir den Berg lieber wieder hinbauen. Nee, da müssen wir. Sonst nehmen wir die halbe Wand weg. Obwohl, die wollten wir ja eh wegnehmen, weil. Ja, das passt ja nicht zu dem anderen Gebäude da jetzt. Ich habe das Gefühl, dass dieser Hammer auch jetzt länger braucht. Ging der nicht mal so schön schnell bei den schwarzen Steinen? Mittlerweile dauert das auch so voll ewig. Oh, den nehmen wir mal so weg. Ja. Ach, schön. Schön, wenn man langsam sieht, dass es fertig wird. Ist die Schmiede schneller geworden? Mir kommt es gerade so echt vor mit dem Eisen. Das rotzt hier durch wie sonst was. Wir können ja noch mal schnell das andere Eisen holen, was wir da in der Kiste hatten. Dann haben wir schon mal wieder das ganze Eisen geschmolzen, was wir hatten. Na. Der Weg ist mir immer noch zu kompliziert. Hier hatten wir das drin, ne? Ja. Können wir das im Grunde auch schon mal alles mitnehmen und da drüben reinschmeißen? Die Bärchen hatten wir ja auch da. So. Ja, der Rest bringt uns ja nichts. Und wir können mal die ganze Erde schon mal wegschmeißen. Die brauchen wir auch nicht in der Tasche die ganze Zeit. So, alles, was weggeht, geht weg. Und unsere Erde ist voll. Dann müssen wir einen neuen Stapel anfangen. Und wir haben schon wieder Blumen in der Tasche, die uns jetzt auch nicht nur Platz wegnehmen, ne? Hier war. So, zack, 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 zack. Und dieser komische Strauch darin. Dann haben wir das auch los. Und einen Knochen haben wir noch hier drin. Weg. Und der Rest kommt rüber. Und dann müssen wir bestimmt wieder Eisen irgendwann besorgen, weil. Ja, wir haben zwar ein paar Blöcke jetzt, aber ob das reicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ist bestimmt zu wenig. Die Perlen können da rein, das kann alles rein, so, und das fertige Eisen kann dahin. Naja, 34 mal 9, das ist schon eine Summe, wa? Damit kann man schon was anfangen. So. Bisschen sauberer sortieren hier. Obwohl hier ist auch so viel Plunder schon wieder drin, was da gar nicht reingehört. Ist schon wieder durch mit dem Eisen. Das kann doch nicht wahr sein. Haben wir noch Eisenperlen? Gold haben wir auch noch 14. Das können wir auch einschmelzen dann wieder. Hätten wir noch 44 Eisenperlen. So, Eisen ist fertig. Zack. Und dann machen wir die Perlen auch gleich rein, wa? Hilfe. Die müssen ja auch schneller schmelzen als hier so ein großer Klumpen, oder? Ja, irgendwie nicht wirklich. Mann, das läuft da raus wie sonst was. Gut, dann machen wir hier mal weiter. Da oben kommen wir ran hier. Die können wir so nicht wegkloppen, sonst ist die halbe Wand wieder weg. Entschuldigung. Aber den Berg haben wir jetzt echt gut weggekriegt. Auch wenn ich es nicht im Let's Play haben wollte, ist er jetzt trotzdem langsam weg. Der gute alte Berg. Da oben komme ich nicht mehr ran, Manu. Bin zu klein. Oh, die können wir auch noch so wegnehmen.
kommen wir auch noch so ran. Bei den Rest, ja, weiß ich noch nicht, wie wir da rankommen denn. Oh, das kriegen wir hier noch alles weggebuddelt. Und dann werden wir Probleme kriegen. Dann hauen wir mal hier immer ruf und da immer ruf. Und da noch ruf. Komm ich da oben noch ran? Vielleicht da so? Okay, das ging der ganz gut. Und den Rest, da komme ich nicht mehr ran. Komm ich da ran? Ja. Kriegen wir die noch weg. Den müsste ich sowieso so wegnehmen, sonst haue ich den halben Ofen wieder weg. Das will ich nicht. Aber die muss ich auch so wegnehmen, sonst ist die Wand auch weg. Das liegt natürlich auch nicht. Dann müssen wir uns wieder hochbauen irgendwie, ne? Ich glaube, anders kommen wir da nicht hin. Da steht noch ein Baum. Wer hat denn den da hingestellt? Wo ist meine Axt? So. Pflanzt sich irgendwo ein, aber nicht da. So. Es nimmt langsam alles Gestalt an. Das finde ich sehr schön. Auch wenn es wahrscheinlich voll langweilig gerade ist. Aber ich bin froh, wenn der Berg endlich weg ist. Da komme ich nicht rüber gesprungen, oder? Nö, überhaupt nicht. So, wenn wir da so. Bauen wir uns mal kurz hier hoch. So weg, wa? Dann können wir so weghauen. Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn man anders mit der anderen Axt weggehauen hätten, aber egal. Dann nehmen wir den von der Seite, haben wir die zwei Steine weg. So, wie spät? Oh, Überlänge. Komm ich hier bitte noch ein Stück vor? Ja. Gabi schreibt gerade. Den schwarzen Granit mag sie auch nicht. Ich auch nicht. Die einzige, die das mag, ist Kara. Die mag auch Pilzbiome. Die will sie ja unbedingt haben. Kann sich abholen. Macht sie aber nicht. So, kriegt das jetzt? Nee, das wird... Nein, ich will da nicht reingucken. Kann ich hier? Nein. Dann baue ich mich hier weiter hoch. So, und hoffe, dass ich das jetzt hier so wegkriege. Nicht wirklich. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Zack und... Ach komm, willst du mich jetzt... Echt ärgern. Yay. Der Berg ist weg. Der Berg ist weg. Ich bin so froh. So. Dann haben wir doch noch in der Folge richtig, was sie schafft. So, da noch weg. Und da oben komme ich jetzt nicht ran, wa? Kommen wir von innen noch daran, um uns den nächsten Sandberg zu bauen? Ja. So, jetzt gucken wir in der Folge noch, wie das aussieht von der anderen Seite. Aber ich denke mal, dass das jetzt schon mal nach was aussieht. Wie ein Haus ohne Dach wahrscheinlich. So, gucken wir von oben. Mal sehen.
Ach doch, das sieht viel besser aus. Wenn da jetzt noch Dächer drauf sind. Und mit dem Weiß finde ich fast gar nicht so schlecht. Vielleicht lassen wir das aus Kreide. Müssten wir hier nur den Boden so, die am Boden lang da vielleicht noch mal andere Steine machen? Ah, sie sieht schon viel besser aus. Das gefällt mir viel, viel besser. Na gut, aber die Folge ist ja schon lange vorbei, 25 Minuten. Wer weiß, wer bis hierhin geguckt habt. Wahrscheinlich kein Mensch guckt bis hierher. Zumal sowieso voll langweilig war, den Berg wegzunehmen. Aber ich bin froh, wir haben den weg, wir haben den weg, wir haben den weg. Okay, dann danke ich euch erstmal fürs Zugucken und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, tschüss und bye bye.